Die meisten elektrischen Kraftstoffpumpen werden vom Kraftstoff durchspült und dabei gleichzeitig geschmiert und gekühlt. Bei Verengungen oder Verstopfungen auf der Saugseite besteht die Gefahr des Trockenlaufens, was sehr schnell zu Schäden am Pumpenwerk führen kann. Aus diesem Grund befindet sich der Kraftstofffilter auch immer auf der Druckseite, das heißt in Strömungsrichtung hinter der Kraftstoffpumpe. Viele Inline-Kraftstoffpumpen verfügen auf der Saugseite über einen eingebauten Siebeinsatz. Dieser Siebeinsatz dient zum Schutz vor Verunreinigungen. Doch wenn er durch übermäßigen Schmutz im Kraftstoff verstopft ist, besteht auch hier die Gefahr des Trockenlaufens. Das macht sich zuerst durch übermäßige Arbeitsgeräusche und eine starke Erwärmung der Pumpe bemerkbar und führt dann zu Leistungsverlust und Motoraussetzern. Der Siebeinsatz ist nicht als Ersatzteil lieferbar. Sie können ihn jedoch vorsichtig reinigen. Beachten Sie dabei die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Kraftstoff. Motorservice bietet übrigens einen speziellen Siebfilter an, der vor die Kraftstoffpumpe in die Leitung gesetzt werden kann und die Pumpe vor Schmutz und Fremdpartikeln schützt. Das gleiche gilt sinngemäß übrigens auch für In-Tank-Pumpen. Auch hier kann der außen angebrachte Siebfilter verstopfen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem Motorservice-Partner oder unter den eingeblendeten Webadressen.